Ja, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist ein herrlicher Wintermorgen. Was gibt es Schöneres, als seinen Kamin anzumachen und diese wunderbare Wärme des Kaminfeuers bei kalten Außentemperaturen zu genießen? Yes! Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Kälte, heute geht es um Frost, heute geht es nicht um Schnee, weil Schnee haben wir nicht, aber ich kann was zu Schnee sagen. Es kommt gerade so richtig schön die Sonne raus, endlich mal ein bisschen Sonne. Es hat wochenlang nur geregnet, heute ist mal wieder ein wunderschöner Tag hier mitten im Januar. Wir hatten heute Nacht minus 4 Grad, mal endlich richtig kalt. Und deswegen wollte ich heute mal ein Video über Kälte und über Frost und über Schnee bringen. Kleines, ganz kleines Video. Aber vorher möchte ich euch etwas zeigen. Ich habe eine Überraschung für euch. Bleibt dran! Yeah! Ja, liebe Rasenfreaks, ich habe etwas zu Weihnachten bekommen von meiner Frau. Das habe ich mir aber selber bestellt und dann hat sie mir das geschenkt. Ja, so ist das. Ja, ich finde einen amerikanischen YouTuber richtig, richtig cool. Das ist auch ein wahnsinniger Rasenfreak. Und dieser Freak heißt Connor Ward. Yes, der Lawn Rebel. Ich bin der Rasenfreak und er ist der Lawn Rebel. Schaut euch mal seine Videos an. Der ist richtig cool. Ich liebe es, wie er mit seinem Spindelmäher über seine riesigen Rasenflächen rüber mäht. Und wie er vor allen Dingen auf dem Gras liegt und dann auch so bis die Nase im Rasen rein seine Rasenflächen dann da streichelt. Sehr, sehr cooler Typ, Connor Ward, Herr Lawn Rebel. Schaut ihn euch mal an. Ich finde ihn total klasse. Und was macht man natürlich als Fan? Man kauft sich ein T-Shirt. Yes, das Lawn Rebel T-Shirt von Connor Ward. Live hier jetzt auf meinem Kanal. Connor, dankeschön. Ey, du bist cool. Ich habe bisher noch keine T-Shirts. Ich weiß nicht, ihr müsst ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch T-Shirts wollt. T-Shirt, oh, ihr zumachen, oh, kalt. T-Shirts vom Rasenfreak. Ihr habt ja vielleicht schon im einen oder anderen Video mein T-Shirt gesehen. Schreibt mir mal, ob ihr so ein T-Shirt haben wollt. Ich bin dabei, hier in so eine kleine Produktion zu starten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr alle hier schreit und dann kriegt ihr meine T-Shirts. Mal gucken, was ich dafür nehme. Ich habe noch keine Ahnung davon. Ja, also das zum Thema T-Shirt, Rasenfreak, Lawn Rebel, Connor Ward. Yes. So, jetzt zum Thema Kälte, Winter, minus 4 Grad, Rasen im Winter. Also ihr seht jetzt hier, ich habe mal so ein paar schöne Shots, Einstellungen gemacht, dass das Gras richtig gefroren ist. Die einzelnen Grashalme sind richtig gefroren. Überall sind so kleine Eiskristalle drauf. Und was sollte man tun? Man sollte möglichst den Rasen nicht mehr betreten. Also das ist ganz, ganz schlecht. Das ist richtig übel für den Rasen, wenn man also bei gefrorenem Gras auf dem Rasen herumläuft, dann brechen die Halme und dann geht das Gras wirklich nachhaltig kaputt. Es ist ganz erstaunlich. Man sieht die Laufspuren noch weit in Frühjahr hinein. Selbst wenn das Gras schon nachgewachsen ist, sieht man immer noch die Laufspuren über den Rasenflächen. Das ist natürlich bei Kindern ein Riesenproblem. Ich habe meine Kinder auch früher immer auf den Rasen raufgelassen. Ganz klar. Aber wenn man das irgendwie vermeiden sollte, nicht mehr bei wirklich gefrorenem Gras auf den Rasen treten, dann geht das Gras wirklich kaputt. So, was ist mit Schnee? Schnee ist so die zweite Sache. Schnee ist auch ziemlich blöd, weil unter dem Schnee, wenn lange eine Schneedecke liegt, bildet sich Schimmel unter dem Schnee und das sieht man dann im Frühjahr, wenn überall diese weißen, schimmligen, abgestorbenen Flecken sichtbar sind. Idealerweise, es beißt sich das so ein bisschen, idealerweise sollte man den Schnee versuchen, vom Rasen runterzukriegen. Connor Ward hat dann ein cooles Video gemacht, wie er mit seiner Schneefräse den Rasen befreit. Das müsst ihr euch auch mal angucken. Ich kann das auch mal einblenden. Echt cooles Video. Wir haben keinen Schnee, da können wir froh sein. Also hier bei uns im Norden gibt es keinen Schnee. Im Süden ist die Schneekatastrophe. Ob das möglich ist, überhaupt solche Mengen an Schnee vom Rasen runterzukriegen, weiß ich nicht. Aber wäre schon schlau, wäre sinnvoll, um dieses Thema Schneeschimmel zu verhindern. Ja, so. Das war es eigentlich schon. Also, nicht den Rasen betreten, den Schnee möglichst vom Rasen runterhauen. Dann habt ihr auch im Frühjahr gleich einen wunderschönen, gleichmäßigen Rasen.
Ich genieße jetzt hier die Stimmung. Wir gehen ein bisschen spazieren hier in dieser tollen, kalten und sonnigen Winterstimmung. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Nur mal ganz kurz jetzt dieses Mal. Bleibt dran, abonniert mich, freut mich sehr. Und schreibt mir in die Kommentare. Die letzten Videos wurden super von euch kommentiert. Bin ich immer sehr glücklich, dass ihr was schreibt. Dann weiß ich, was euch so interessiert, was euch weniger interessiert. Also macht das, schreibt mir in die Kommentare und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.